Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben hier gerade den Partybus bei uns. Ja, mega eine Drohme, es gibt. Die Popularität ist auch gestiegen. Sehr schön. Hey, 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 hey. Den haben wir es ja jetzt auf Stufe 7. Ja, ich mag den Partybus. Ich mag. Hübbelt mir hier nicht ins Gesicht. So. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen dringend unser Lager erweitern. Bevor ich das aber mache, ja, ich weiß, wir haben Lieferung am Tor, möchte ich einmal kurz gucken, ob wir noch genug Kraftstoff haben. Na, eben nicht. Das dachte ich mir. Das geht erstmal vor. Kraftstoff. Aber so viel Geld haben wir jetzt auch nicht. Können wir uns aber leisten. Sehr schön. Mega nicht rum, nimm das, was da ist. So, ich lufte einmal rüber. Oh, der in der Kasse ist auch gleich weg, du. Der in der Kasse ist definitiv gleich weg. Und das während der Partybus da ist. Jetzt ist er weg, okay. Warte, warte, warte. Da muss dringend wieder einer hin. Hier, mein Freund. Hier, haben wir dich schon bezahlt? Ja, das ist sehr schön. Hier, bedien die Kasse. Ihn hier können wir dann ja gleich bezahlen. Kann sich aber erstmal ausruhen. Ich habe gesagt, ausruhen, mein Freund. Ausruhen. Was tut er denn da jetzt? Hier, sprechen, Aufgabenliste, leg eine Pause an, mein Freund. So, raus damit. Ich glaube, das war der Werkstattkram, ne? Jo. That'll do. Tüdelü, weg mit dir. Genau. Ich will hier gar nicht rumhängen mit, ich will die Party sehen. Willst du, dass du wegkommst? Oh, rüber da. Ja, ich weiß, die Bude ist voll. Gut. Wir machen ja schon mit. Alter, guck dir das mal an hier, du. Machen ja schon. Gut. Erstmal die Müsige raus. Disgusting. Ach, beschwer dich nicht, Mann. Jo, ich mach schon auf, mein Freund. Ich mach schon auf. Hier, kippe runter, Zeugs. So, irgendwo hier. So. Einmal durchputzen. Über was beschweren die sich hier eigentlich, Mensch? Ja, da kommt sich hier echt vor wie so eine Hardcore-Style-Disco oder was weiß ich, wie die heißen. Ich bin kein Disco-Gänger. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber. Und da gehört meine Disco ja auch nur noch. Gut. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir nochmal Müll liegen. Will ich damit natürlich. Ich habe gleich wieder mehr Müll liegen. Rin damit. So. Yo, Mensch. Warte doch ein, bis er fertig ist, Mensch. Oh, Kasse wird bedient. Ne, Kasse wird bedient. Sehr schön. Tanken wird bedient. Regale gehen aktuell auch. Und wir haben ein bisschen Geld. Hier ist nicht so super viel. So, ich jump einmal. Yo. Ruhe da. Einmal rüber in die Werkstatt. Sie ist zwar noch da. Ich will hier nur auffüllen. Besonders die Spiegel. So. Davon haben wir auch noch zwei. Die haben wir aber bestellt. Sehr schön. Zündkerzen haben wir auch noch. Wunderbar. Und davon haben wir nichts mehr. Nein, und hiervon auch nicht. Ne? Da kommt doch schon die nächste Kunde. Sehr schön. Lüft doch alles. So, den kümmern wir uns einmal kurz um die Lagererweiterung. Das müssen wir definitiv noch einmal hochkriegen. Kostet 1150. Können wir uns gerade eben lassen. Das war gerade laut. Das war die Werkstatt. Ich verwechsel das jedes Mal. Jedes Mal. Gut, was ist denn in der Werkstatt neu zugekommen? Dann kann ich es mich gleich bestellen. Liefern, Autoteile. Kühlmittel ist jetzt dazu gekommen. Ist zumindest billig. Nehmen wir. Ja, ich weiß nicht, ob das auch vorkommt. Wir nehmen mal 30 Stück, weil es gerade billig ist. Sehr schön. Ich wollte das Lager vergrößern. Ich wechsle das Lager jedes Mal mit der Werkstatt. Gut, aber die mussten wir ja auch aufwählen. So ist es nicht. Gib mir Geld. Ich will da trotzdem gleich mal gucken, ob ich da vielleicht was Neues streichen muss oder so. Man weiß ja nie. So.
Bauen wir was drin? Jo, wir bringen schon raus, wir bringen schon raus. Oh, ey, mit dem Tonk mach auch gleich. Gut, Partyboost ist abgefrühstückt. Den geht das. Den geht das, Gonzi. So, einmal kurz in die Werkstatt gucken. Die Lieferung müsste auch gleich kommen. Was ist denn los? Was war denn das? Oh, yo, was jault denn hier so rum, Mensch? Und die Werkstatt ist ja jetzt auf einmal doppelt so groß. Da kommen zwei Kunden gleichzeitig, oder was? Aber hoffentlich kriegst du es hin. Der ist auch schon wieder da, dieser kleine Lussebengel. Verzieh dich, Mann! Ach, Abflug! Ey! Gut, eben im Tonken. Okay, ich muss einmal kurz tanken. Die ist in der Pause. Wegstand ist sie noch, ne? Ja, gut, man kommt nur sehr langsam voran, aber man kommt voran. So, da noch einmal. Hier kommt, glaube ich, der nächste. Dieser Lausebengel, ne? Dieser Lausebengel. So, was hätten Sie denn gerne? Extra verbleit oder verweichtlicht? Ach, komm hier. Rinder. Oh, Kasse wird aber noch bedient. Ja, Kasse wird noch bedient. Das ist wenigstens etwas. So, Lieferung kommt gleich für die Werkstatt. Ich hoffe, sie kriegt dabei die bedient. Ich bin mir da nicht so sicher, aber sieht so aus, weil es ist raus. Hier wird die Werkstatt also doppelt so groß. Okay. Einigermaßen im Griff haben wir sie ja. So, da lege ich nochmal Müll. Ohne Bananenschrauben bleiben wir liegen. Hier ist aber noch ein bisschen mehr Müll. Aber wir dürfen tatsächlich jetzt mehr streichen. Nichts anderes erwartet. So, liegt hier noch irgendwo direkt im Weg. Sieht fast so aus. Ja. Sehr schön. Gut. Warte mal. Bucky hat eh nicht mehr viel Sprit. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hier einigermaßen in den Griff. Es kommt gerade blöd, wo sie alle in der Pause sind. Jo, warte. Ich muss mich da aber auch um Bucky kümmern. Um den Sandhaufen. Bestell, Lady. Genau. So, du nochmal. Komm raus da. Aber Dalli, Mann. Junge. Oh, ist schon der Nixi. Ah, ich brauch dort Geld holt, ne? Bestell, Junge. Diese dämliche Insel. Hier steht er noch. Nee, Sonnenstürme. Gut, einmal Kanisa. Einmal voll tanken, das Ding. Und der hatte nicht mehr viel. Müll ist auch voll. Oh Mann, okay. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Erstmal Rinder. Einmal kurz Sand weg. Ja, ho. Kriegen wir hin. Du, die Sine Werkstatt macht jetzt auch Pause. Jetzt! Ist das doch ein Ehens, Mensch! Gut, der Werkstatt muss ich erstmal warten. Wir haben Blockade vor der Werkstatt. Boah, hier ist was los, ne? Der Sandhaufen da, der muss ganz dringend weg. Doch, es geht nicht anders. Bin doch gleich doch. Immer mit der Ruhe. So, raus hier. Kommen wir uns gleich drum hier. Ho. Mensch, ich kann da auch nichts dafür, wenn alle gleichzeitig Pause machen. Nur wartet doch mal den Schlüpper ab hier, Mensch. Ich hing in der Zapfsäule. Gut. So, er noch einmal. Oder sie, er. Hier ist alles das Gleiche. Wunderbar. Ich glaube, in der Werkstatt muss ich auch die Kühlmittel noch einräumen. Nein, das war zu viel mit. Oh Mann. Wollen die kriegen Sprit umsonst und beschweren sich. Oh ja, bin ja schon da, Mensch. Das ist ganz schlimm mit euch. Das ist ganz, ganz schlimm.
Die verdrecken das hier ohne Ende, ne? Und beschweren sich auch noch. Gut. Wie ich mit dem Müll. Lieferung ist auch vom Tor. Oder? Jo. Lass dich sofort rein, mein Freund. Mal kurz einen Moment. Ich will den hier noch einmal, oder die einmal aufbocken, damit es nicht flüchten geht. Genau wie ihn hier, oder sie hier. Hatte ich dann, nee, das ist dann noch ein Lieferwagen. Gerade so. Kuno und Kersey. Gut, ihn zum Tanken kann ich zum Glück gleich wieder schicken. Bin ja schon da, Mensch. So, Rinder. Danke. Tüdelü? Tüdelü, mach einen Abflug. Genau. Tüdelü weg. Gut in den Weg, schaut mal zwei. Yo, ich weiß. Komm gleich. Immer mit der Ruhe. Kuhne an Kraftstoff, da schicken wir den Herrn gleich hin. Bin ja schon unterwegs, wir haben auch schon wieder Kackhaufen an der Wand und die Werkstatt sieht auch schon wieder aus wie, naja, gut. Müssen wir Neues streichen. So, zumindest ihn zum Tanken können wir wieder schicken. Angestellte, haben wir dich schon bezahlt, mein Freund? Ich vermute mal nicht, aber nein. So, Tankin. Den ist zumindest noch schon wieder bedient. Hier sieht's auch schon wieder aus. Brauche echt jemanden zum Reinigen. Bin keinen Weg dran vorbei. Tanken müsste er sich eigentlich jetzt drum kümmern. So. So, Kraftstoff mal 3, Werkstatt mal 2. Wie sind wir? Immer mit der Ruhe. Ich will einmal kurz was googeln. Angestellte. Wohnwagen. Können wir uns den leisten? Ja. Du hast der letzte Ohr. Mehr als 5 gehen ja sowieso nicht. Wunderbar. Und einstellen. Das ist nur einer zum Putzen. Reinigung hat der 4. Das passt doch. Beide haben 4. Hätte woanders aber auch schon 5. Den kann ich notfalls sehr seriös an der Kasse. Jo. Nehmen wir. Definitiv. Und du, mein Freund. Du wirst gleich hier Tankstelle reinigen. So, sie ist gleich fertig mit Ausruhen. Dann könnt ihr in der Werkstatt so lange warten. Dann komme ich hier zumindest mal weiter mit Putzen. Ich muss ja auch noch Regale und so einräumen und. Sonst komme ich hier ja nie weiter. So. Hier liegt überall Müll. Aber wirklich überall. So. Das muss ja alles weg hier. So. Dort einmal. Hier noch einmal. So. Das muss noch weg. Auch gerade frisch hingeschmissen. Natürlich. Gleich voll. How much do I owe you? So, aber warum können sie zumindest nicht in der Werkstatt und sie ist fertig mit Ausruhen. Sehr schön. Gut. Angestellte. Bezahlen. Sehr schön. Wunderbar. Aufkommenliste. Autos reparieren. Wieso ist die Bude hier auch nicht richtig sauber? Toilette muss ich gleich auch mal reingucken. Gut, warte mal, bevor ich jetzt die Toilette mache, einmal kurz in die Werkstatt. Und zwar, sie müsste eigentlich gleich kommen. Keine Produkte mehr. Ach, jetzt muss ich das hier alles extra auffüllen, oder was? Ist das euer Ernst? Ist das euer, für jede Werkstattteil hier extra, oder was? Ist das echt euer Ernst? Und sie macht hier gar nichts, ne? Das Problem hatte ich schon mal. Die Leute, die ich aufgebockt habe, macht sie nicht. Okay, das heißt, ich darf hier keinen aufbocken in Zukunft. Den lieber flüchten lassen. Alles klar, dann mache ich das erstmal mit den Kunden. Der Rest wird hier ja zum Glück gerade bedient. Sehr schön, aber gut zu wissen. Ah, gut, aber so, wir werden auch noch Räufchen. Alter, ich darf das jetzt echt für beide Seiten? Nee, ne? Sie nimmt das auch von hier, oder? Ich kann bloß doppelt so viel einlagern jetzt. Wenn ich es richtig gesehen habe.
So. Sehr schön, sehr schön. Und Spiegel war noch und Zündkerze noch. Zündkerze ist hier. So, ich hasse Zündkerze, dauert immer so lange. So, hau raus, das Ding. Genau. Sehr schön, neueren. Und wieder reinschrauben. Genau. Kasse wird bedient, ne? Nein, Kasse wird nicht bedient. Oh Mann. So, ich weiß, dein Spiegel ist noch kaputt. Wo, Moment, ich muss hier nur einmal ganz kurz schnell, damit die Kasse weiterläuft. Hier, unser guter Juan. Einmal bezahlen. Er ist bezahlt. Aufgabenliste. Bedien die Kasse. So, und dann war noch Spiegel. Gut, 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 gut. Das war der hier, ne? So, die hier müsste schon fertig sein. Wunderbar. Kümmert sie sich jetzt um den anderen? Schön wär's mal, ne? Die hätte ich ja noch gar nicht aufgebockt, oder? Kümmert sie sich aber nicht drum? Okay. Zwei Reifen. Öl und gut. Gut, 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 gut. Ich mach ja schon, ich mach ja schon. Räumen wir hier hin. Zum Glück läuft der Rest jetzt. Und er scheint auch einigermaßen das sauber zu halten. Dann ist hier schon mal was. Da ist hier gerade irgendwie... Ich hab den Reifen vor der Linse. So, wir brauchen nur einen Reifen. Ich darf gleich Großbestellung für die Werkstatt machen. Und so viel Geld haben wir gar nicht. Was wollt ihr, ne? Jo. So. Sehr schön. Von der Kasse müsste bedient werden. Sauber gemacht werden müsste auch nebenbei. Hoffen wir zumindest mal. Hm? Wunderbar. Krotzeinfähne. Du. Ich müsste eigentlich alles für die Werkstatt bestellen. Frag mich nicht, warum hier gerade das Auto durch die Gegend geschoben wurde. Zumindest steht das hier etwas merkwürdig. So, wir hatten noch den Ölstand, ne? Was ist das da? Kühlmittel. Kühlmittel ist auch schon da. Okay, Kühlmittel. Kühlmittel haben wir hier. Kühlmittel. Sehr schön, Alter. Die steht hier jetzt aber auch. Ah, man muss gedrückt halten. Okay. Irgendwas backt hier gerade gewaltig rum. Alter, wie viel Kühlmittel da reinpasst. Wahrscheinlich wieder zwischen die beiden Dinger da, ne? Nicht? Jetzt backt das Auto da weg. Wie soll ich da jetzt noch rankommen? Okay, wir brauchen auf jeden Fall einmal Öl. Komm ich da ran? Ja. Ja, fehlt schon der nächste Rollen. Ist klar, ist klar. Ich kann hier nichts mehr auffüllen. Was bockt denn jetzt hier rum, Mensch? Weißt du was? Man kann aber auch nichts mehr in die Regale stellen. Gut, da kümmern sie sich zumindest drum. Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Ich kann hier... Ja, okay. Ich glaube, ich muss auch mal das Ufer rufen. So, die macht das sauber. Ich habe mich schon gewundert, was die hier macht. Ja, und das ist die von hier, ne? Kann ich die nicht einfach wegschicken? Ohne ihr Öl? Nee, ne? Die backt hier komplett fest. Ach, das ist ärgerlich. Also ich schicke die einmal weg. Einmal mit dem Ufu. Das geht ja nicht anders. Gut. Einmal Ufu rufen.
Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir jetzt zumindest wieder alles tippitoppi. Wunderbar. Jetzt haben wir zwar keinen mehr auf der Tankstelle, aber das ist auch nicht schlimm. Bloß ist es ärgerlich, dass meine ganzen Angestellten jetzt wahrscheinlich gleich wieder in die Pause rennen, ne? Was sie ja nicht sollen. Ja, war klar. War klar. So, wir müssen noch keinen Alkohol nachbestellen. Dort haben wir noch. Hier haben wir auch noch ein bisschen. Was mit der Werkstatt eben? Dort hat aber übelst rum. Getränke haben wir nicht mehr. Gut. Autopflegelprodukte haben wir noch, ne? Jo. Rinn damit. Mehr passt nicht. Gut. Eis müssen wir noch haben. Jo. Gut, gut. Tabak haben wir auch nur die eine Sorte. Müssen wir aber neu bestellen. Definitiv. Lüft aber alles im Moment. Sauber ist auch. Jetzt sind alle meine Angestellten echt in die Pause gegangen, ne? So, aber dafür ist hier jetzt wieder alles tippitoppi, ne? Ich glaube, hier liegt noch ein bisschen Müll rum. Zumindest das, was ich gemacht hatte. Echt? Muss aber definitiv eine Großbestellung für die. So, da wir gerade ein bisschen Zeug haben. Streifen wollen wir das. Ja, geschmiere hier über. Kunde Crusher. Mensch! Machen wir gleich. Wir müssen erstmal. Muss man da angestellt wieder dahin kriegen, wo sie hingehören. So, wir haben Kraftstoff. Nee, Angestellte, hier. Du gehst auch gleich wieder dahin, mein Freund. Du warst noch gar nicht fertig. Du gehst wieder zum Tanken. So. Den Rest holen wir den gleich. Sandsturm ist auch wieder an Morsch. Das Reus, wir haben gleich wieder Sand im Weg. Dann ist wieder alles verstopft. Das kennen wir ja schon. So, das müssen wir noch einmal überstreuen. Werkstatt haben wir auch Kunden. Jo. Und an der Kasse auch gleich. So, sie geht definitiv auch wieder in die Werkstatt. Dass sie wegrennt, wenn man mal das aufruft, finde ich furchtbar. So, du gehst wieder Autos reparieren. Genau. Und den hier in die Kasse, hier können wir auch gleich wieder hinstellen. Wen haben wir denn an der Kasse? Ihn hier, ne? Den Ricardo, glaube ich. Ne, ihn hier. So, du gehst auch definitiv wieder an die Kasse. Und du warst auch noch nicht fertig, mein Freund. Du gehst wieder reinigen. Hier, Tankstelle reinigen. Genau. Und alle wieder bedient und der eine ist im Ausruhmodus. Jo, dem passt wieder alles. Den passt wieder alles. Wunderbar. Der wird ja hier bestimmt gleich wieder... Oh, Mann. Aufräumen. So, hier ist noch alles in Ordnung. Hier auch. Hier. Hier. Laut ist das Ansturm. Aber übelst laut. Oh, hier ist etwas verblasst. Wunderbar. Die passen auch. So, da geht's schon los. Sie macht ihren Job und er hängt hier fest, ne? Beide hängen hier fest. Nichts anderes erwartet. Wo ist denn mein guter Boggy? Den hatte ich hier hingestellt, das weiß ich. Wieso wird der ständig zurückgesetzt, neuerdings? Das war vorher aber auch nicht der Fall. Ah, wahrscheinlich durchs UFO, ne? Er ist nicht zurückgesetzt. Wo ist er denn? Ja, keine Ahnung, hier holen wir ihn auch mal her. Danke. Wir müssen da leider etwas Platz schaffen. Bedient wird ja zum Glück gerade alles. Ah, gut, das bisschen Werkstatt, da kriegen wir auch wieder. Geld haben wir zu zweit auch. Ich denke mal, er wird sich hier schon um die Kunden kümmern. Was hier für Sandhaufen liegen. Diese Sonnenstürme, die werden auch immer schlimmer, ne? Äh,
Wieso geht das nicht? Ach, weil ich noch Sand drin habe. Wieso sorgt mir das keiner? Gibt aber auch nur diese eine Sandanladestelle, ne? Okay. Das dauert hier ein Weilchen, den Sand wegzukriegen. Zum Glück ist alles besetzt. Noch. Sprit braucht der auch gleich wieder. Alter, hier ist aber auch ein Betrieb, du. Da hängt auch einer fest. Die hängen hier gerade wieder überall fest. Überall. Das geht doch so nicht. Ja, war klar. So, Moment, Moment, Moment. Das haben wir gleich. Okay. So, jetzt reicht's. Moment, jetzt reicht's. Ich habe hier so viel aufzuräumen, da staut sich hier immer mehr. Zu. Zu. Hey, close. So. Genau. Jo, die können hauen ab. Die anderen stecken fest. Hier ist ja total Stau. So, dann kümmern wir uns erstmal um den Sandhaufen, dass die hier wegkommen. Und die können müssen auch nicht wegfahren. Au, ja, ist ja gut. Er fahrt mich mal über den Haufen, Mensch. Den tut, dass ihr Land gewinnt. Die Tankstelle ist geschlossen, Mensch. Wir steigen aus und steigen wieder ein. So. Dann wird jetzt erstmal alles klar schief gemacht. Das geht nicht anders. Hier ist ja alles voll. Wirklich komplett alles. Ab und zu muss man sich mal schließen. Das geht nicht anders. Kann ich mir auch gleich um Bestellungen und all so ein Kram alles kümmern. So, guck mal, hier steckt auch einer fest. Lass mich raten, die steckt auch gleich fest. Jo. Aber das ist auch nur da hinten die eine Sandabladestelle. Ich habe zumindest noch keine zweite gesehen. Dann kriegt man im laufenden Betrieb nicht hin. So, das muss man einmal machen. So, die Tankstelle ist ja eh geschlossen. Das heißt, es kommen keine Kunden. Ich werde jetzt alle meine Angestellten bezahlen und in Pause schicken, bis ich sie wieder brauche. Wie gut. So, den Eimer neu hier. Kümmern wir uns sofort drum. So, Moment. Was will denn er jetzt hier? Die Tankstelle ist zu. Wir haben geschlossen, Junge. Wir haben ihn geschlossen. Keine Ahnung, warum der hier rumschiebert. So, warte mal. Alle meine Angestellten. Einmal kurz. In die Pause. So, du. Bezahlung. Zack. Und Aufgabenliste. Lege ich eine Pause ein. Du bist ja eh in der Pause. Ich weiß bloß nicht, ob ich dich schon bezahlt habe. Nein. Aufgabenliste. Pause. Du genauso. Bezahlung. Alles bezahlen. Und in die Pause. Genau so. So, für dich gilt das Gleiche, mein Freund. Einmal bezahlen. Und auch in die Pause. Und für dich auch erstmal. Bezahlung. Zack. Und ab in die Pause. So, dann kann ich mich um Seelenruhe um alles kümmern. Ich muss einmal kurz Boggy wieder auftanken. Geht nicht anders im Moment.
Sonst kriege ich dort hier nicht mehr in den Griff. Dann ist ja das 19 Chaos im Moment. So, hauen wir ihn mal richtig voll. Jetzt packen wir da vorne rum. Achso. Joho, bin doch gleich bei euch, Mensch. Immer mit der Ruhe. Einsteigen. Ich weiß aber auch nicht, warum hier noch einer raufgefahren ist. Der Sandsturm hat ja alles lahmgelegt hier. So. So schlimm hatten wir es noch nie. Ich nicht. Ist zwar nicht gut für den Ruf, ehrlich gesagt. Geht im Moment aber nicht anders. Muss ja ordentlich hier. So, definitiv muss man hier. Die kommen auch nicht mehr aus der Werkstatt. Joho. Zumindest kommen die dann mal weg. Gut. Ein Teil des Problems. Zumindest sind meine Angestellten gleich alle wieder fit. Hey, 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 hey. Alle kann ich auch gleich mal gucken, ob irgendwo noch was geschmiert ist. Ich kann in Ruhe mal gucken, wo nachbestellt werden muss und so. Das kann man ja jetzt alles machen. Geht im Moment nicht anders. So, aber erstmal muss da vorne noch ein Sandhaufen weg. Definitiv. Sonst kommen die da nicht raus. Das ist jetzt ein Stimme, wenn auch immer schlimmer, ne? Ich glaube, Sprit kann ich auch nachbestellen. Die sind aber auch nicht in der Lage, mal einen Sandhaufen zu umfahren. So, und andere Säule müsste ich gleich eigentlich auch mal gucken. Nicht, dass da auch noch was liegt. So, die sind hier auch weg. Wunderbar. Dann sind wir jetzt erstmal alle Kunden los. Wunderbar. Vergiss aber auch ständig, das Ding zu kühlen. Schlimm, schlimm. So, bevor ich jetzt auch mit ihm dahin tingle und Sprit verschwende, gucke ich lieber einmal zu Fuß, ob da alles in Ordnung ist. Ob doch nicht alles in der Warteschlange steckte. So, hier liegt nichts im Weg. Alles klar. Hier liegen zwar noch Sandhaufen, aber ich glaube, die stören hier nicht. Mö. Gut, gut. Da ist ein Dorti mehr. Da steckt wieder was drinne. Da war sie, glaube ich, gerade bei. Du verschwindest. Wunderbar. Dort machen wir einmal mit dem Red Button. Den haben wir auch da drin, ne? Glaube ich. Jetzt wird hier erstmal alles... Oh, Mann. Klar schief gemacht. Zum Glück wurde nichts geklaut. Das ist ja schlimm. Steht das halbe Lager offen. Habe ich uns zu früh zugemacht. Was da noch für Autos feststecken. Ich weiß zwar nicht, wo die jetzt alle hergesaugt hat, aber das waren noch so einige. Tankstelle ist doch geschlossen, Mensch. Gut, gut. Den kann man sich auch jetzt erstmal um solche Sachen hier kümmern und in Ruhe alles aufräumen. So, du gehst raus. Definitiv. Den prüfen wir auch mal kurz Sprit nach. Sprit haben wir wie viel? Na, siehst du, müssen wir auch nachbestellen. Schon weniger als die Hälfte. So. Alter, das kostet schon einen Haufen Geld. So, wir brauchen auf jeden Fall Getränke. Snacks haben wir, glaube ich, noch, ne? Jo. So. Alkohol haben wir, glaube ich, auch noch. Jo. Wunderbar. Gibin haben wir eh nur die gleichen. Da müssen wir auch bestellen. Auf jeden Fall... Autofliegebedruckte haben wir, glaube ich, auch noch. Jo.
Wir brauchen halt viel für die Werkstatt, ne? Wollen wir jetzt erstmal Getränke, Zigaretten, Eis müssen wir eigentlich noch jede Menge haben. Jo. So, Zigaretten und Getränke erstmal. Was ist erstmal wichtig? Produkte, Getränke, hier das billig, das billig. Und Alkohol haben wir noch, Zigaretten, hier. Die sind billig, die sind billig, die sind billig, die sind billig. So, dann wollen wir mal kurz googeln wegen Logge. Da brauchst du noch ein bisschen was, ne? Gut. Einmal der Tobi, den Dors, das. Ah, passt noch. So, passt noch ein bisschen was. Geldtechnisch haut es auch noch hin. Wunderbar. Ja, lagermäßig auch noch. Ah, gut. Geldtechnisch mache ich gar nicht mehr so die Sorgen. Eher lagermäßig. Ah, das geht noch. Das geht schon nicht mehr. Gut. Dann nehmen wir davon um ein weniger. Wir stehen. So. Kraftstofflieferung ist da. Im Moment ist ja kein Auto doch. Geht also. Sehr schön. Und wir brauchen Holz sehr viel für die Werkstatt. Wieso? Die Werkstatt ist geschlossen. Wieso stehen die hier drin? Ich habe eben gerade das UFO benutzt. Werd euch jetzt nicht aufbauen. Ja, für die Werkstatt muss ich definitiv auch bestellen. Reifen muss ich bestellen. Ich brauche eigentlich alles. Oh, mal gucken. Okay, okay. Autoteile. Aber auf jeden Fall Reifen. Ist momentan, glaube ich, eher das Wichtigste. Wie viele Reifen kann ich denn bestellen? Überhaupt keine, oder? So ist auf einmal wieder Platz im Lager. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, das kann ich mir gar nicht leisten. So. Das geht noch. Das geht schon nicht mehr. Geht, nehmen wir 29. So, die ist da. Kraftstoff wird auch geliefert. Wunderbar. Ich frage mich ja, warum hier ständig Leute in die Werkstatt oder zur Zapfsäule fahren, wenn die Tankstelle geschlossen ist. Aber gut. Ich habe ja das Gefühl, mir wurde was aus dem Lager geklaut, ne? Weil auf einmal wieder so viel Platz ist. Wunderbar. Oh, das räumen wir eh gleich wieder ein, denn ist wieder Platz, weil ich glaube, das Lager ist jetzt voll. Hm. Oh, mal rein den ganzen Kram. So. Oh, wir können es ja auch noch einmal vergrößern. So ist es nicht. Einmal geht noch. That'll do. Tüdelü, weg mit dir. Komm, Abflug. Da kommt mich garantiert gleich in die nächste Lieferung. Yo. Muss aber erstmal hier Platz im Lager schaffen. Das geht so nett. So, die ist raus. Du musst einen Moment vor der Tür warten, mein Freund. Machen wir gleich. Sind eh nur Reifen. Wir brauchen noch viel, viel mehr für die Werkstatt. Ich muss nur einmal kurz, die haben wir gerade aufgefüllt. Ein bisschen davon, ein bisschen hiervon, ein bisschen mehr passt im Moment nicht. Gut, muss erstmal was verkaufen. Ein bisschen Platz im Lager schaffen. Darin, darin, darin. Das nochmal. So. Obwohl, Snacks, Snacks. Gut, das passt alles. Eis haben wir auch nicht bestellt. Gut. Kraftstofflieferung ist auch weg. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Platz im Lager. Ich hoffe es. Warum die zwei da in der Werkstatt stehen, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass sie sie bedient, ehrlich gesagt. Weil die sind ja auch schon wieder nicht am Ausruhen. Obwohl ich sie alle zum Ausruhen geschickt habe. Weil wo ist mein Schlagzeug? That'll do. Nein, ich glaube, mein Reinigungskraft hat mein Schlagzeug entsorgt. Nö. Aber den Teddy lässt sie hier, oder was? Och, nö. Nehmen wir ihn mit. Das wird das neue Tankstellen-Maskottchen. Hier steckt der Teddy in der Tür, du. So. Hier, in die Ecke.
Aber einmal ordentlich. Kann man ihn drehen? Nee, ne? Kann ich ihn nicht ordentlich hinsetzen? Echt nicht? Nö. Das ist doch doof. Ich kann ihn nicht drehen oder so, ne? Ah, Schadi. Gut, egal. Einmal kurz in den Werkstatt einräumen. Ich habe das Gefühl, dass die Werkstatt immer offen ist jetzt. Warum auch immer. Oh, Reifen haben sogar noch 3 über. Sehr schön. Gut, gut. Dann würde ich sagen, ist es schon wieder fast soweit, die Tankstelle zu öffnen, ne? Aber auch nur fast. Sprit und alles ist drinne, Lager ist voll, Regale sind voll. Werkstatt fehlt natürlich jede Menge, aber dafür brauchen wir erstmal wieder Geld. Kunde an Werkstatt, obwohl die Tankstelle auf ist. Ja. Muss man nicht festlegen, ne? Absolut nicht. Gut, dann laufen wir doch einmal rüber. Ich glaube, das ist nur wieder ein bisschen buggy. Wir saugen noch einmal die Kunden da raus. Und nimm die Werkstatt denn wieder in Betrieb. Und das geht jetzt nicht, also die ganze Tankstelle. Boah. An der Zapfsäule stand mich auch schon wieder, Leute. So. Öffnen. Sehr schön. Jetzt dürfen sie wieder kommen. Ich glaube, dadurch, dass ich einmal hoch runter gedrückt hatte, kam da irgendwas nicht zugange. Was die nicht alles entsorgt hat, ne? Die haben eine gute Einrichtung entsorgt, Alter. Aber die Bananen, die hat sie zumindest hingelassen. Das ist zumindest etwas. Sehr, sehr schön. Gut, sind wir vor der Woche am Ende. Morgen geht es hier wieder wie gewohnt weiter. Voll durchstarten, mit ausgeruhten Mitarbeitern. Und alles tippitoppi sauber. Gott, schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye.